Herzlich willkommen bei dieser Einschlafgeschichte. In der heutigen Erzählung begeben wir uns an einen etwas anderen Ort. Wir reisen in das viktorianische London. Wir begeben uns auf einen Nachtspaziergang, entdecken malerische Gassen und Häuser, atemberaubende Sehenswürdigkeiten und die Menschen mit all ihren Geschichten. Am Ende der Erzählung folgen noch einige Naturgeräusche, die du zum Einschlafen hören kannst. Und nun wünsche ich dir eine gute Erholung und einen tollen Schlaf. Mache es dir so richtig bequem. Wenn du magst, dann schließe deine Augen. Du kannst sie aber auch gerne noch etwas offen lassen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und lass dir ruhig etwas Zeit, einfach wahrzunehmen. Vielleicht magst du auch deine Muskeln entspannen oder fühlen. Dein linkes Bein, den rechten Arm. Schauen, ob sich ein Teil schwerer anfühlt als der andere. Einfach wahrnehmen. Und immer mehr entspannen. Nun ist deine Zeit der Ruhe. Und mit der Entspannung öffnet sich auch dein Vorstellungsraum. Male dir aus, du schreitest durch die regnerische Londoner Nacht und atmest tief und lang durch. Atme frische Luft durch die Nase ein. Halte nun kurz den Atem an. Schließe die Augen und befreie deinen Geist von allen fremden Gedanken. Wenn du ganz langsam ausatmest, spürst du vielleicht, wie dich eine Welle beruhigender Entspannung überrollt. Genieße diese angenehmen Empfindungen, bevor du deine Augen in dieser Nacht öffnest. Du stehst in einer gepflasterten Straße, umgeben von Häusern mit warmen Kaminen. Lichter strömen aus den Fenstern heraus. Doch du stehst hier und möchtest durch die Stadt schlendern. Die Luft ist so angenehm, dass dir jeder Gedanke an eine Rückkehr aus dem Kopf weicht. Vor einer Weile hast du in einem Ledersessel am Fenster gesessen, von dem aus du die Straße überblicktest, auf der du nun stehst. Das Prasseln von Regen gegen die Fenster vermischte sich mit dem Geräusch deines Atems. Drinnen war es sicher und warm, als der Regen auf die Straße fiel.
als er langsam nachließ, sahst du die Welt draußen zum Leben erwachen. Langsam verschwanden die prasselnden Geräusche. Stattdessen hallte das vertraute Geräusch von Hufen auf dem Kopfsteinpflaster durch die Luft. Das Gemurmel von Menschen, die aus ihren Häusern kamen. Das Wiehern von Pferden und in der Ferne das Läuten von Glocken. Das waren die Geräusche der Nacht. Irgendetwas in deinem Herzen ließ dich einsam fühlen, drinnen zu sein, wo draußen doch so viel los war. Du hast aus dem Fenster geschaut und versucht, den Nachthimmel zu sehen. Aber dein Fenster war so angebracht, dass es vergeblich war. Der Wunsch, die Sterne über London funkeln zu sehen, gab dir den Willen, nach draußen zu gehen. Das innere Kind in dir, der Teil deiner Seele, der sich den Momenten und Erfahrungen hingeben möchte, erwachte. Du hast tief durchgeatmet, standest von deinem Ledersessel auf, zogst deinen Mantel an und griffst nach deinem Regenschirm, falls es wieder zu regnen beginnen sollte. Als du dich auf den Weg zur Tür machtest, knarrten die Dielen unter deinen Füßen. Nun stehst du hier, die Sterne sehend, die vielen kleinen Lichter. Es scheint fast, als hätte sich ihr Licht im Regen gereinigt. Sie sind ferne Beobachter des geschäftigen Treibens, das nun über London hereinbricht. Als du vom Himmel herunterschaust, siehst du die Steine und das Holz um dich herum, die Häuser unter dem endlosen Himmel. Du gehst die gepflasterte Straße hinunter, wirfst ab und zu einen Blick auf die Leute, die ihre Köpfe aus den Fenstern strecken, und genießt die angenehme Brise, die in der Luft weht. Es ist neblig um dich herum. Der Nebel wirbelt und lichtet sich, während du durch die Straße läufst. Die Menschen, denen du begegnest, sind genauso warm gekleidet wie du. Einige von ihnen sind allein unterwegs, um die Stadt nach dem Regen zu erkunden. Auch Freunde, Paare und Familien sind auf den Straßen unterwegs. Mütter halten ihre Kinder von den Wasserlachen fern, die sich hier und dort gesammelt haben. Schließlich gelangst du auf einen belebten Platz. Der gelbe Schein von Gaslaternen erhellt den Platz und alles, was sich auf ihm befindet. Pferdekutschen rollen über den Platz und die Türen öffnen sich, als Menschen aus den Wagen steigen. Du stehst an der Ecke unter einer Straßenlaterne und beobachtest das Fest des Lebens. Du siehst all die Gesichter, die vor deinen Augen auftauchen. Manche Gesichter lächeln, andere sind hektischer. Leises Murmeln, Lachen, Gerede, alle Arten von Stimmen erklingen in der Luft.
Du schaust dir all diese Menschen an, bis dein Blick auf ein kleines Gasthaus gelenkt wird. Die Türglocke läutet unaufhörlich, während die Leute rein und rausgehen. Im Inneren leuchten Laternen und tauchen die Taverne in ein helles Licht. Es erhellt die Menschen und ihre Seelen. Du siehst die Menschen nur von außen, doch der Gedanke, dass all diese Menschen ein reiches, komplexes Innenleben haben, fasziniert dich vielleicht. Warum sind sie alle hier? Einige überqueren vielleicht den Platz, um nach Hause zu kommen. Andere besuchen möglicherweise einen Freund oder einen Verwandten. Manche haben zu dieser späten Stunde vielleicht geschäftlich zu tun. Und wieder andere gehen einfach nur spazieren, um ihren Geist zu erfrischen, so wie du. Überlege dir, wie du dich fühlen würdest, wenn du diese Fremden ansprichst und sie fragst, ob sie Zeit für einen kleinen Plausch und vielleicht einen Drink haben. Du könntest mit ihnen in die Taverne gehen und sie nach ihrem Leben fragen, nach den Orten, an denen sie waren, und die Menschen, die sie kennen. Du stehst in der Ecke und lächelst die Leute an, die vorbeigehen. Vielleicht erhält ein warmes und liebevolles Lächeln ihren Tag. Möglicherweise ist dein Lächeln genau das, was sie brauchen, um sich aus dem Kreislauf negativer Gedanken zu befreien. Vielleicht hebt es ihre bis dahin schlechte Laune. Stell dir vor, wie es sich anfühlen würde, sich hinzusetzen und sich die Sorgen der Menschen auf dem Platz anzuhören. Nun atme noch einmal tief durch. Atme einmal durch den Mund ein und atme langsam durch die Nase aus. Möglicherweise siehst du nun andere Dinge, die deine Seele zum Leben erwecken. Es sind kleine Momente, die wir manchmal brauchen. Die Gaslampen auf der Straße leuchten durch einen Ort, der in Nebel gehüllt ist. Beobachte, wie der Nebel wirbelt und sich verstreut. Seine Partikel tanzen im Licht. Und nun sieh dir den Himmel über dir an, den weichen Schein des Mondes, der durch die Wolken bricht. Die Wolken bewegen sich sanft, werden heller und wieder dunkler, als sie am Mond vorbeiziehen. Die Hektik und die Geräusche in der Luft lösen sich auf. Vielleicht sehnt sich dein Herz jetzt nach Zeit für dich, um London und alles, was es zu bieten hat, zu beobachten. Und so verlässt du den Platz. Gleich um die Ecke siehst du einen Blumenladen, in dem Rosen und Ringelblumen zum Verkauf stehen. Du nimmst die Blumen in die Hand und genießt ihren bezaubernden Duft.
das Gefühl, die Blütenblätter zu berühren, die Beschaffenheit zu spüren. Stell dir vor, wie wunderbar sich das anfühlen würde. Du bezahlst für einen Blumenstrauß und nimmst ihn mit auf diese Reise. Du läufst durch die Stadt und siehst Arbeiter, die auch nachts am Werk sind, um eine eindrucksvolle Architektur zu errichten, die in den kommenden Jahren zum Charme Londons gehören wird. Du schlenderst über Marktplätze und bewunderst die vielen Sehenswürdigkeiten, die dir die Nacht bietet. Aber all das wird in den Hintergrund gedrängt, als du in die Nähe der Tower Bridge kommst, einem Zeugnis des menschlichen Willens und der Fähigkeit zur Schöpfung. Du schaust auf die Themse, die unter dir fließt, während du über die Brücke gehst. Sieh dir den Nebel an, der über das Wasser gleitet, als wäre er schwerelos. Abseits der Gaslampen auf den Straßen kommt das einzige Licht über dem Fluss vom Mond. Das sanfte Mondlicht wird vom schwebenden Nebel durchtränkt. Du bleibst stehen, um einen besseren Blick auf das Wasser zu werfen. Der Nebel versperrt dir die Sicht. Doch dann fährt ein Boot durch das Wasser und kommt näher an dich heran. In seiner Spur lässt das Boot den Nebel verschwinden und gibt für einen kurzen Moment die Wasseroberfläche frei. In diesem Moment siehst du das Spiegelbild des Mondes. Es ist, als würde der Fluss dem Mond einen Spiegel vorhalten. Oder vielleicht tropft der Mond sein Bild auf die Erde und wirft einen wunderschönen Schatten. Möglicherweise möchtest du noch länger hier verbringen, den Mond und den Fluss betrachten. Doch langsam überkommt dich eine leichte Müdigkeit. Du willst dich noch ein wenig ausruhen und machst dich auf den Rückweg. Du nimmst eine andere Route, um mehr von London zu erkunden. In der Zwischenzeit haben sich auch die Wolken zugezogen. Es beginnt zu regnen. Du spannst den Schirm auf und schlenderst durch die regnerischen Gassen, nimmst die Eindrücke und Umgebungen auf, wohlwissend, dass du dich absolut sicher fühlen kannst. Für einen kurzen Moment gerät alles in Vergessenheit. Der Weg ist dein Ziel.
Nach einiger Zeit kommst du in einem Gästehaus an, in dem ein Kamin Wärme und Licht spendet. Schon nach wenigen Sekunden fühlst du, wie deine Kleidung trocknet. Du sitzt in einem Sessel und hörst das Knistern der Holzscheite. Die Schatten und das Licht auf dem Teppichboden und an den Wänden sind angenehm anzusehen. Auch das Prasseln der Regentropfen begleitet dich. Möglicherweise magst du noch etwas durch das Fenster schauen, über die Dächer von London und die vielen kleinen Lichter. Langsam wirst du schläfrig und ein Gähnen entweicht dir. Lass deine Augen zufallen. Ein erholsamer Schlaf wartet auf dich. Gleite immer weiter und genieße dein Sein. Eine tiefe Ruhe breitet sich in dir aus. Sie darf immer weiter in dich absinken und entlastet dich mit ihren weichen Wellen. Und während du immer weiter gleitest, aktiviert sich auch das Wissen um Heilung in deinem Körper und Geist. Spüre dich nochmals in die Entspannung hinein und fühle, wie jeder Muskel und jede Zelle deines Körpers nun gelöst und entlastet sind. Du genießt die Ruhe der Geräusche und die Wärme im Inneren. Ein sanftes und warmes Licht strahlt tiefe Ruhe und Gemütlichkeit aus. Die Atmosphäre umschmiegt deine Sinne in sanfter Müdigkeit, die allmählich immer stärker wird. Du atmest ein paar Mal tief ein und merkst, dass dein Herz voller Ruhe und Frieden ist. Du fühlst dich mehr und mehr entspannt, während du in den Schlaf gleitest.
Manchmal müssen wir uns einfach etwas Gutes tun. Gönne dir Gutes, Ruhe und Freude in den tiefsten Teilen deines Geistes. Du denkst an die endlosen Momente der Freude, die dir täglich begegnen. Tägliche Glücksmomente, die du manchmal übersiehst, weil du zu beschäftigt bist, sie zu bemerken. Nun sinke immer tiefer. Entspanne dein linkes Bein, die rechte Hand. Das rechte Bein und den linken Arm. Spüre eine tiefe Schwere. Sanfte Wärme, die dich in wohlige Träume begleitet. Sinke tief und fest. In wunderschöne Träume.